Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Rosvita of Souls, die gute Rosvita. Eigentlich wollte ich nochmal ein. Na, ich mach mal ganz kurz ein normales Portal. Ich werde das wahrscheinlich gleich abbrechen, ich würde es nur ganz kurz zeigen. Zum einen braucht man jetzt immer nur noch ein Fragment. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für den Testrealm so ist oder ob das jetzt dauerhaft so ist. Auf jeden Fall braucht man nur noch eins. Oder nur noch einen. Oh, fängt direkt mit dem Treasure Goblin an. Auch nett. Hurra, mehr Achievements, die kein Mensch braucht. Ich hatte übrigens mal wieder. Ich hatte es ja irgendwann im Let's Play tatsächlich auch schon mal. Tatsächlich doch nochmal ein Rift, wo dann so 20 Treasure Goblins an einer Stelle stehen. Und ich habe es diesmal sogar geschafft, mehr als einen Platz zu hauen. Bestimmt so 6 bis 7. Haben aber alle nur Scheiße gedroppt. Okay, so, und jetzt sieht man hier, die 5% steht da irgendwie nicht so richtig da, wo sie hin soll. Ja, ansonsten hat sich hier nicht so richtig viel verändert, aber eine Sache, die ich eben nochmal zeigen wollte. Wo haben wir denn mal. Ach, das finde ich super. Genau, so, wenn ich jetzt nämlich Gold einsammle, guck da mal hier unten. Da steht zack, 6000. Und wenn ich jetzt mehr einsammle, dann addiert das da einfach drauf. Also, sprich, man kann gucken, hey, wie viel Gold habe ich denn gerade eingesammelt? Wenn man so einen Riesenhaufen aus einer Truhe einsammelt, wo so 30 kleine Goldhäufchen rauskommen, kann man dann ganz schnell sehen, hey, wie viel war das denn eben insgesamt? Sofern einen das irgendwie interessiert. Ja, eher mäßig spannend. Ich lasse das hier mal. Spiel verlassen, danke. Da, 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 da. Nutze ich die Gelegenheit doch mal, um einen Schluck zu trinken. Und schöne Gluckergeräusche ins Let's Play zu machen. Hurra. Let's drink mit Bench. Ach ja, gutes Mineralwasser. So, jetzt machen wir aber mal wieder einen auf Diggen. Ja. Quatsch mir nicht voll. Ich weiß, was ich machen muss. Bin ja auch mal gespannt, ob ich hier getroffen werde. Und ob da mal dieser Dolchfächer-Gedöns auslöst. Oh, das sah gerade schon ein bisschen danach aus. Ich war mir aber nicht sicher. Natürlich auch die Frage, aus wie vielen Teilen der so besteht. Also kann ja ein Fächer aus 3 Dolchen sein oder aus 30. Ja, merkt aber, es wird hier jetzt Preis-Leistung, hätte ich fast gesagt, vom Killspeed her gerade schon ein bisschen anspruchsvoller. Man vielleicht auch immer ein bisschen Glück haben, dass man halt irgendwie ein Gebiet hat, wo da mal viele Gegner rumstehen. Ich meine, hier kommt ja jetzt auch gerade nicht so wahnsinnig viel an Gegnern. Ich gehe einfach mal eine Etage tiefer. Und dann, ja, sieht das doch hier schon besser aus. Herdium, der Dornige. Oder der Zornige? Nee, der Dornige. Ich
Ich habe irgendwie heute Nachmittag mal so ein bisschen meine alten, in Häkchen alten, also so wirklich alt ist hier ja noch nichts auf dem Channel, alten Videos mal durchgeblättert und bin ein bisschen auf dem Diablo 2 Let's Play Together hängen geblieben und habe mich ein bisschen über die ganzen Folgennamen gefreut, wollte ich sagen. Weil ich die Folgen ja fast alle nach irgendwelchen Gegnernamen benannt habe. Nach diesen sinnlosen Diablo 2 Gegnernamen. Dann irgendwie Darmteufel der Tropfer oder so heißen. Oder Schwarzkante der Aufschlitzer oder sowas. Oder ja, und Geist Schimmel die Axt oder sowas. Sind ja schon einige Stilblüten mit dabei bei Diablo 2. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so schäbig es war, es hat auch ein bisschen den Charme von Diablo 2 ausgemacht. Mir fehlt das hier so ein bisschen. Also die Gegnernamen sind hier zwar auch immer noch scheiße, aber nicht so. Es war schon nochmal was anderes. Fällt mir ein. Ich nehme hier jetzt schon so die dritte Folge am Stück auf. Und hab mal nicht irgendwie einmal geguckt, ob die Videos auch vernünftig werden. Nachdem ich hier mein Aufnahmeprogramm abgedatet habe. Ich sehe nämlich auch die Frameszahl oben links gar nicht. Wobei es natürlich auch ein anderer Aufnahmemodus ist. Naja, wird schon gut gehen. Falls nicht, kriegt es ja auch keiner mit. Dann ja, muss ich das alles normal machen, sogar. Nee. Ja, wird aber gefühlt wirklich schon deutlich zäher, das Ganze. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit... Ich glaube, die Zeit bleibt gleich. Es wird halt nur von der Menge an Gegnern, die man platt machen muss, wird es einfach mehr. Und die Gegner werden wahrscheinlich auch stärker. Ich weiß nicht, fällt im Moment noch nicht so richtig auf. Müsste mal auf die Hitpoints achten. Och komm, was ich jetzt wirklich noch immun für? Schon ein bisschen lächerlich. Ach, das sind auch noch Champions. Warum sagt mir das denn keiner? Bleib hier. Ja, da kann man mal wegfliegen. Das hat die sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Oh, ich steige gleich wieder im Level auf, sehe ich. Ja, was heißt gleich, aber... ein bisschen Glück noch in diesem Portal. Was bedeutet, dass ich dann wahrscheinlich wieder ein neues Logo oben kriege, einen neuen, wie heißt das denn? Rahmen? Nee, wie heißt das denn? Ja, hier diesen komischen Kranz da halt. Den gibt es dann in hübscher. Also, tendenziell. Weil ich das auch irgendwie schon so ein bisschen sinnlos finde. Also ich meine, am Anfang war es halt irgendwie ganz nett. Da gab es das dann halt in 10er Schritten bis Level 100. Dann wusste man, ah, okay, wenn das so aussieht, ist der schon mal Level 100. Aber auf der anderen Seite sieht man das Level. Ja, Entschuldigung, es ist fast 2 Uhr morgens, ich bin ein bisschen müde. Was ich sagen wollte ist, man sieht das Level halt ja sowieso, es ist ja direkt unter dem Charakterbild, also von daher auch irgendwie, ja, weiß nicht.
Also das ist halt so ein ganz nettes Gimmick, aber einen wirklichen Mehrwert hat das nicht. Apropos Mehrwert. Arbeitskollege hat neulich einen sehr schönen Spruch gebracht. Ich habe den ein bisschen gefeiert. Und zwar haben wir uns über den neuen Transformers-Film unterhalten, der am 17.07. rauskommt. Und waren uns beide irgendwie relativ einig, dass wir nicht so relativ viel davon halten. Also ich werde ihn mir anschauen, keine Frage. Aber ich stecke da jetzt keine großen Erwartungen rein. Das wird halt ganz hübsche Action. Also es wird toll aussehen. Und das wird es halt gewesen sein. Also das wird halt von den Special Effects toll und ja, mehr auch nicht, schätze ich mal. Worum es aber eigentlich ging, ist, dass der werte Kollege halt allgemein von Transformers nicht so wirklich viel hielt und den schönen Spruch machte, riesige Kampfroboter, die sich in Autos verwandeln können, das ist ungefähr so, als würde sich Metallica auf der Bühne in die Flipper verwandeln, in die Flippers verwandeln. Wo ist denn da der Mehrwert? Und ich muss sagen, so ein bisschen recht hat er schon. Also wenn man es andersrum sieht, dass es Autos sind, die sich in riesige Kampfroboter verwandeln können, dann sich die Flippers auf der Bühne in Metallica verwandeln könnten, dann okay. Aber ich glaube, so rum wird da einfach kein Schuh draus. Gibt's eigentlich eine logische Erklärung, warum sie nicht die ganze Zeit Kampfroboter sind? Ich meine, okay, sie sind dann halt Autos und können mal schnell irgendwo hinfahren, aber ich meine, sie sind riesige Kampfroboter, sie könnten im Zweifelsfall wahrscheinlich auch fliegen oder laufen. Also sehr schnell laufen. Also, ich weiß nicht, irgendwie, ich stecke in der ganzen Transformers-Materie da nicht so drin. Also, wenn mich da irgendjemand aufklären kann in der Hinsicht. Oh, kein neues Bild. Schade eigentlich. Dann gibt es wohl erst wieder bei, keine Ahnung. Bei 150 gibt es auf jeden Fall noch eins. Ist das jetzt ab Level 100 in 50er Schritten? Ach, keine Ahnung. Egal. Nehm, zack, zack. So, und das sollte jedoch fast ausreichen, um mal den Obermufti hier rauf zu beschwören. Jawohl. Jawohl. Na, komm her. Ja, der verträgt schon ein bisschen mehr. Ist jetzt ungefähr so Schwierigkeitsgrad Qual 1, also Meister bis Qual 1, würde ich mal schätzen. Irgendwo so dazwischen. Aber wahrscheinlich eher Meister. So, und wir werten das Ding gleich auf Level 8 auf und finden immerhin einen Ring, einen Set-Ring. Ich bin gespannt. Bin gegenüber Set-Ringen ja ein bisschen voreingenommen. Es in Diablo 2 exakt 2 Set-Ringe gab und die eigentlich scheiße waren, beide. Also ich weiß nur, den einen konnte man halbwegs für irgendwas verwenden, für irgendwas Seltsames, was selten jemand gemacht hat. Also entweder war es Low-Level-PvP oder Low-Level-Kuchenbacken, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas Low-Level-mäßiges, dafür war der gut, weil der irgendwie relativ viel Angriffswert hatte oder ach, keine Ahnung mehr. Der vom himmlische Hüllenset auf jeden Fall. Nee, stimmt gar nicht. Der vom himmlische Hüllenset war total scheiße, aber der vom Katan-Set war einigermaßen gut, weil der Life-Leech hatte. Das war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. So identifizieren würde ich das Ding jetzt aber ganz gern mal. Und es ist Fokus. Ta-ta-ta-ta. Ja, jetzt eher mäßig spannend. Was macht das Set-Bonus? Primärressourcen verbrauchenden Fähigkeiten ver... Ach so. Der letzte Nebensatz ist blöd. Primärressourcen verbrauchenden Fertigkeiten verursachen 50% mehr Schaden, wenn eure Ressource voll ist. Das passiert mir als Kreuzritter ja relativ selten. Das ist dann auch irgendwie... Also für Barbaren ist das super, aber für Kreuzritter ist das eher scheiße.
Ich tue das mal an die Seite. Ich habe ja auch. Ach Quatsch. Gott, wie riesig der Ring ist. Da kannst du die ganze Hand durchstecken. Naja, egal. Also, ich habe ja auch noch irgendwo einen Barbaren rumliegen. Vielleicht freut er sich darüber. Wobei, wahrscheinlich nicht. Ist ja nur der Test Realm. Scheiße, das vergesse ich dauernd. So, gib mir meinen Bonus. Danke. Ja. Eins geht noch, oder? Ich würde gerne das neue Gebiet nochmal zeigen. Ach, ich kaufe mir erstmal Waffen. Na, das hat sich ja gelohnt. Scheiße, scheiße. Weg. Ja, die blauen können eh gleich weg. Gar nicht erst gucken. Alles, was keinen Sockel hat, brauche ich mir eigentlich auch schon gar nicht mehr angucken. Boah, das will ich mir nicht angucken. Ach, unschön. Naja, was soll's. Tja. Die gehören dahin. Was wollte ich denn? Irgendwas war noch mit Thema Edelsteine. Legendäre Edelsteine und aufwerten und Gedöns. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Kann so wichtig nicht gewesen sein. Ich würde sagen, ein Portal nehmen wir nochmal mit. Da mache ich nochmal eine kleine Folge draußen. Dann ist aber auch gut. Ich glaube, dann warte ich hier auf dem Public Test Realm nochmal ein bisschen ab, ob sich hier noch ein bisschen was tut. Und dann melde ich mich bei Gelegenheit nochmal wieder. Aber erstmal bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss. Und natürlich vielen Dank fürs Zugucken und einen angenehmen Tag noch.